Ja, passt. Ja, dann hau einen raus. Also ich bin Milan Welte, komme gebürtig aus dem Saarland, spiele hier für den WTHC seit 3 Jahren Mannschaft und bin hier im Verein. Ich habe 2019 mein Abi gemacht und probiere seitdem hauptberuflich Tennis zu spielen. Genau, und bin jetzt am Überlegen, zusätzlich noch ein Fernstudium anzufangen und das dann beides miteinander zu kombinieren. Ja, es gibt auf jeden Fall welche, gerade aus dem Sport. Also jetzt das beste Beispiel ist, denke ich, hier Mannschaftsspiele. Ist beim Tennis eher selten, dass man in einer Mannschaft spielt. Deswegen ist das immer eine ganz schöne Abwechslung. Aber dass man da halt so eine Teamfähigkeit, dass man die da reinbringt, die kann einem eigentlich so im Alltag immer helfen. Dann ist vor allem, sage ich mal, so das Mentale. Also vom Kopf her, es spielt beim Tennis immer eine riesengroße Rolle. Das ist auch so, würde ich mal sagen, nicht mehr gerade so schlimm, aber es war immer einer meiner Schwachpunkte, dass man halt dann in den entscheidenden Situationen, in den engen Situationen die richtige Entscheidung trifft, ruhig bleibt. Ich denke, das kann einem im Leben später immer weiterhelfen. Im Job, denke ich, ist man auch in so Situationen. Ja, genau, und ich glaube einfach, dass man vor allem auch Spaß haben muss an dem, was man macht. Also natürlich muss man irgendwie sein Geld verdienen, aber es muss trotzdem Spaß machen, sonst bringt es auch nichts. Ja, wie bereits erwähnt, spiele ich momentan hauptberuflich Tennis. Dementsprechend wäre natürlich mein Traumberuf auch Tennisspieler, Profispieler. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil das wollen alle, die bei den Turnieren mitspielen, würden das gern. Und von daher würde ich mich am liebsten in 3 Jahren auf der Profitour sehen, nur am Tennis spielen. Wenn das nicht funktioniert, dann eventuell bei einem Fernstudium oder einem Normalstudium kombiniert mit dem Tennis. Dem 5 Jahre jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall mitgeben, in manchen Situationen mutiger zu sein, sich die eine oder andere Sache dann auch durchzuziehen, zu trauen. Ich meine, schief gehen kann es immer, aber man hat es wenigstens versucht. Genau, hätte ich das vor 5 Jahren gewusst, hätte ich es damals anders gemacht.